Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Aktien-Roundup. Heute Thema Commerzbank. Wir beschäftigen uns damit, was hat die UniCredit vor, warum ist die Commerzbank interessant, ist sie überhaupt interessant und ja, wie sieht so die Zukunft der Commerzbank rein? Wir schauen direkt rein. Commerzbank, ja, für alle, die sie nicht kennen, zweitgrößte deutsche gelistete Privatbank, so ist es genau richtig. Das heißt, doch immer wieder eine Bank, die in Gesprächen ist und insbesondere eine Bank, die auch in Gesprächen ist, wie wir es zuletzt ja mit der UniCredit gesehen haben, die größte italienische Privatbank. Und ja, was wir ganz deutlich sehen, ist die Tatsache, dass die Commerzbank übernommen werden soll oder zumindest die UniCredit sie übernehmen möchte. Es gibt gleich noch mal ein paar Parameter zum Thema. Was muss sie dazu machen? Ist es realistisch, dass sie die Commerzbank übernehmen kann? Denn es hat einen ganz großen Aufschrei gegeben. Denn ja, die Commerzbank, wie gesagt, eine der größten deutschen Privatbanken. Und wenn sie in die Hände der Italiener fällt, dann finden das viele vielleicht nicht ganz gut. Andere sehen darin eine Chance. Ganz grundsätzlich muss man sagen, ist die Commerzbank immer wieder in staatlicher Hand gewesen. Längere Zeit, auch mit größeren Anteilen. Da ging es um Rettungsschirme, insbesondere nach der Finanzkrise. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Commerzbank wird vielleicht übernommen oder auch nicht. Wie genau es wird, ja, das sieht man hier in diesen letzten Gesprächen, Schlagzeilen, aber es gibt eine kleine Checkliste dafür. Ja, die Ereignisse überschlagen sich ja so ein bisschen. Die UniCredit sitzt jetzt langsam bei knapp über 21% Anteile von der Commerzbank, die sie erworben hat. Und wir haben mal hier die Checkliste der Meldeschwellen der Aktienbeteiligung mitgebracht aus dem Wertpapierhandelsgesetz. Das heißt quasi einfach ab diesen Schwellen wird quasi eine Mitteilung verpflichtend. Das heißt, wir haben Schwellen von 3%, 5%, 10, 15, 20 und 30. Sobald diese Schwellen überschritten werden, ist eine Ad-hoc-Mitteilung des übernehmenden Unternehmens notwendig. Wir sehen hier auch die 30%. Ich rücke mal ein Stückchen zur Seite. Mit Überschreitung der 30%-Schwelle ist ein Pflichtangebot bezogen auf alle übrigen Aktien des Emittenten nach Wertpapierhandelsgesetz notwendig. Das heißt, sobald die UniCredit auf 30% Anteile der Commerzbank kommt, wird ein Angebot fällig für quasi alle überbleibenden Aktionäre diese letzten Aktien auch noch zu erwerben. Es gibt ein Pflichtangebot. Man muss sagen, der deutsche Staat sitzt immer noch auf knapp 10% der Aktien. Es gibt immer noch einen großen Anteil auch noch, der in größeren Händen von Pensionsfonds oder Ähnlichem sind. Grundsätzlich ist aber das die Grenze, auf die gerade geschaut wird. Wenn es dazu kommt, ja, dann die Frage, gibt es das Übernahmeangebot? Wie sieht das aus? Ganz konkret muss man sagen, ist durch diese potenzielle Übernahme ein bisschen mehr Schwung in die Aktie gekommen. Man sieht das hier im Chart seit 2018. Wir hatten einen Tiefpunkt, da lag die Aktie ungefähr so bei ja, 3, 4 Euro, hat sich danach ziemlich stark erholt. Zwar immer wieder mit großen Schwankungen, mit großen Bewegungen, hat an der Stelle hier im April ungefähr das 2018er Hoch überschritten. Hat ein bisschen ja, Momentum aufgebaut, aufgrund auch zu etwas ja, bessere Ergebnisse, sehr stark gemünzt auf ein besseres Zinsumfeld, wie wir gleich sehen werden. Hat es danach nicht geschafft, diese 15,6 Euro-Grenze ungefähr zu überschreiten. Es gab hier diese schöne M-Formation, der Kurs wurde wieder nach unten gedrückt, danach die W-Formation und man sieht es hier in blau markiert, das ist der Zeitpunkt, als das Thema Übernahme relevant bekannt wurde. Danach hat die Aktie es auch geschafft, hier drüber zu steigen, weil natürlich, wie bei allen Übernahmeangeboten, immer die Fantasie besteht, dass ein höherer Preis gezahlt wird für alle außenstehenden Aktien und man dementsprechend hier ja so eine Marge erzielen kann. Aber viel Turbulenz, viel Regulatorik auch im Rahmen der Commerzbank. Und man muss sagen, man liest ja immer wieder von den Thematiken, ja, große Schlacht um große Banken, riesige Banken wollen sich übernehmen. Und an der Stelle haben wir uns einmal angeschaut, was sind denn so die größten Banken der Welt? Hier in dem Falle sieht man sie mal sortiert nach Marktkapitalisierung. Nicht verwunderlich, ganz oben JP Morgan, danach Bank of America, so die größten Banken, kann man sagen, ganz generell. In den USA insbesondere, aber wenn man auch auf vieles an Gewinnen, Marktkapitalisierung, Assets schaut, auch da Spitzenreiter, dicht gefolgt immer von chinesischen Banken, die man hier unten sieht. Ja, weitere US-Banken, chinesische Banken und, und. Hier unten, Platz 10, die erste europäische Bank, die HSBC, Hauptsitz in London, mit deutlichem Abstand auch die größte europäische Bank, werden wir gleich sehen, denn danach muss man wieder ein bisschen weiter suchen, bis man
ja, auf die UBS trifft, hier mit 100 Milliarden Marktkapitalisierung. Schweizer Bank nach der Übernahme der Credit Suisse, auch die größte Schweizer Bank. Ja, und wenn man dann ein bisschen weiter runterschaut, kommen ab und zu dann doch mal ein paar weitere europäische Banken. Wir haben zum Beispiel BNP, Santander, UniCredit. Und ja, wenn man dann noch weiter runtergeht, dann findet man zum Beispiel auch niederländische Banken mit der ING. Man muss noch weiter nach unten gehen und noch weiter und noch weiter und noch weiter. Da ist die Deutsche Bank mit 34 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung auf Platz 73, also sehr, sehr weit unten, gerade eben sogar noch auf Platz, ja, 74. Man sieht es, man hat es gerade nach oben geschafft, ein bisschen Marktkapitalisierung mit aufgebaut. Ja, und die Commerzbank, muss man sagen, die findet man hier unter den Top 100 nicht. Da müssen wir auf die nächste Seite gehen. Und da ist sie, da ist die Commerzbank. Also das ist natürlich schon eine sehr, sehr kleine Bank, muss man an der Stelle sagen. Und was man dazu noch sagen muss, ist das Thema, ja, dass sie in den letzten Jahren sehr stark an Wert verloren hat. Vielleicht auch ein Grund, warum jetzt die Übernahme so interessant ist. Und wir haben uns das Ganze mal im Chartbild angesehen. Und zwar, ja, in den letzten 5 Jahren. Und da kommt man zu einem ganz spannenden Bild. Ja, wir sehen hier, dass die UniCredit natürlich eine super Kursperformance hingelegt hat, fast 250%. Wir sehen auch dahinter noch die JP Morgan, die größte US-amerikanische oder größte Bank der Welt, die du ja gerade schon kurz angenannt hattest, die ja eigentlich so ein bisschen der Maßstab aller Banken global ist. Aber auch die Commerzbank und auch die Deutsche Bank konnten jetzt in den letzten 5 Jahren eigentlich relativ gut zulegen. Da fragt man sich natürlich, oh, das ist eine gute Kursperformance gewesen. Wie lief das so in den Jahren davor ab? Man sieht, in den letzten 5 Jahren waren die europäischen Banken fast besser als die US-Banken. Also man sieht es hier, Deutsche Bank, Commerzbank, UniCredit. Also die Fantasie ist doch da, dass es mal wieder auch eine große deutsche Bank eventuell gibt. Man sieht es hier, eine 134% Kursperformance, eine 95%ige Kursperformance, also eine Verdopplung. Wir haben gerade eben gesehen, Deutschland immer noch die drittgrößte Volkswirtschaft aktuell der Welt, hat aber die größten Banken auf Platz 74 und auf Platz 103 waren es, glaube ich. Also ganz grundsätzlich muss man sagen, da könnte schon noch mehr passieren, da ist noch mehr Potenzial und das baut sich hier vielleicht gerade auf. Könnte man denken, wenn man aber ein paar Jahre mit weiter zurückgeht und sich das Ganze jetzt mal ungefähr hier so seit der Finanzkrise anschaut, dann sieht man eine ganz andere Entwicklung, denn da sieht man, dass wir mal eine bessere Zeit hatten. Die Deutsche Bank hält sich so auf einem Nullerniveau wieder, hat sich ein bisschen wieder nach oben gemausert, kann man sagen, ganz unten. Dann trotzdem UniCredit und Commerzbank, die hatten mal ganz andere Zeiten vor sich. Und ja, man sieht, dass man von den amerikanischen Banken, insbesondere von JP Morgan, natürlich die eine Wahnsinns-Post-Performance hatte, deutlich abgehängt wurde. Also das Potenzial ist vielleicht da. Es baut sich in den letzten Jahren hier vielleicht auch ein bisschen auf, aber ganz grundsätzlich sind die Zeiten von damals weit entfernt. Aber es gibt ja jetzt die Übernahmen, die Konsolidierung. Man möchte größere Banken schaffen und damit die Frage, ist da auch eine Chance drin, sich die Commerzbank vielleicht anzuschauen, abseits jetzt davon, dass die UniCredit sie vielleicht übernehmen will. Und ja, wir schauen mal ein bisschen in ein paar Kennzahlen rein. Wir haben ein paar mitgebracht. Wenn man sich nämlich zumindest die KGVs mal anschaut, dann sieht man ganz schön viel Bewegung und auch ein Problem der Banken, denn man sieht, ja, Gewinne, die schwanken sehr, sehr stark. Ja, besonders sieht man, wenn man jetzt hier auf die CBK, DBK guckt, das ist die Commerzbank und die Deutsche Bank, sehen wir da natürlich sehr volatile KGVs, das heißt auch sehr volatile Gewinne. Wir haben hier auch den negativen Bereich ein-, zweimal angeschlagen, auch die UniCredit mit UCG auch im negativen Bereich teilweise gewesen. Und die Konstanz sehen wir tatsächlich nur so ein bisschen bei der HSBC und bei der JP Morgan, die tatsächlich über die letzten Jahre, Jahrzehnte, über das letzte Jahrzehnt, sage ich mal, eine Konstanz beim KGV und dementsprechend auch eine Konstanz bei den Gewinnen aufweisen konnten. Sieht hier fast so aus, hätten alle ein gleiches KGV. Das liegt aber daran, dass die Zahlen wirklich so schwankend waren, insbesondere bei den deutschen Banken. Ganz grundsätzlich sieht man, dass das JP Morgan hier noch ein doppelt so hohes KGV ungefähr wie die restlichen Banken haben, insbesondere wie die deutschen Banken. Und bei Banken schaut man immer gerne auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis, denn Banken kann man nicht so gut mit einem KGV bewerten, denn ja, zum einen sind die Ergebnisse, wie man auch sieht, öfter mal volatiler, aber bei Banken sind halt auch ganz andere Risiken mit dem Geschäft verbunden. Banken sind naturgemäß extrem profitabel, weil sie es schaffen, über ihr Geschäftsmodell natürlich aus nahezu, ich sage jetzt mal nichts, aus Geld, das ihnen gegeben wird, noch mehr Gewinne zu erzielen. Und deshalb schaut man gerne trotzdem auf dieses
Kurs-Buchwert-Verhältnis, weil man dort genau diese Assets, die reinkommen, die auch viel Fremdkapital sind, ja, mit in die Bewertung einziehen kann. Und was man hier sehr, sehr schön sieht, ist, dass es früher mal ungefähr die Benchmark gab, alles, was über 1 ist, ist eine hochbewertete Bank, denn dann hat man quasi noch mehr als On-Top-Bewertung zu den Assets, die quasi in dem Buch liegen. Das war ursprünglich mal so ein bisschen die Region. Wir sehen es, JP Morgan war damals schon knapp über 1, HSBC immer um die 1 herum. Also oftmals hat man eigentlich etwas gesucht, was unterhalb von 1 liegt. Man sieht, das Ganze hat sich aber immer weiter auseinander entwickelt. Hier oben JP Morgan mittlerweile deutlich über 1, bei eher 1,5. HSBC auch hier ungefähr bei der 1er, aus der 1er Richtung, und die anderen deutschen, europäischen Banken liegen drunter. Und das ist auch so ein übergreifender Blick, der sich entwickelt hat. Was bedeutet, ja, hier ist eigentlich von einer Unterbewertung zu sprechen, aber halt auch mit deutlichen Risiken, die scheinbar von außen gesehen werden. Und das nicht nur in den Risiken, wie sich vielleicht ja, Kapital potenziell entwickeln kann oder vielleicht Klagen, die auf einen zukommen, sondern potenziell auch gemünzt auf Rentabilität. Ja, das sehen wir nämlich hier. Wir sehen, wir hatten das ja gerade schon angesprochen beim KGV, dass wir bei den europäischen Banken doch ein relativ volatiles Gewinnverhältnis oder Kursgewinnverhältnis gesehen haben. Und das sehen wir jetzt hier auch an den Gewinnen in den letzten Jahren. Wir sehen ganz oben wieder die JP Morgan, die wirklich ein konstantes Gewinnwachstum erreichen konnte und nicht in die negative Phase oder in den negativen roten Bereich abgerutscht ist. Anders sehen wir es tatsächlich bei den anderen Banken. Wir sehen die europäischen Banken zeitweise tatsächlich im roten Bereich. Das ist natürlich was, was dann auch in den anderen Kennzahlen beim Kurs-Buchwert-Verhältnis und beim KGV weiter in die Bewertung mit eingespielt wird, auch in die aktuelle Bewertung. Was man hier sehr, sehr schön sieht an der Seite, ist, dass alle Banken eigentlich in eine Richtung streben, die wieder positivere Gewinne pro Aktie verspricht. Das sieht man hier insbesondere in diesem äußeren Rand. Das kommt halt ganz stark daher, dass wir wieder steigende Zinsen haben. Das sehen wir gleich, auch wenn wir in die Commerzbank schauen. Das heißt, während man hier oben, insbesondere in den USA, wo wir vielleicht keine Negativzinsen hatten, aber auch sehr niedrige Zinsen haben, anderweitige Geschäftsmodelle gefunden haben, um konstant Gewinne zu erzielen, schwankt man hier noch deutlich mehr in Europa. Die einzige, die es auch hier kontinuierlich schafft, eigentlich Gewinne zu erzielen, ist die HSBC, die aber auch ein sehr internationales Geschäft hat. Und das Gleiche, muss man sagen, trifft übrigens auch ja, für den Umsatz pro Aktie, also die Umsatzentwicklung zu. Ja, ähnliche, wie wir das ja jetzt gerade schon angesprochen haben, ähnliche Entwicklungen. Wir sehen jetzt zuletzt auch den Anstieg bei den europäischen Banken, aber natürlich weit, weit abgeschlagen von den Bewertungen, von den Umsatzverhältnissen, die da von der JP Morgan erzielt werden. Ein kurzer Blick auf die Industrie, denn wir sehen ganz grundsätzlich, dass Retail Banking eigentlich ein positiver Markt ist, also eine positive Gesamtvolumen hat. Das sieht man hier einmal abgegrenzt. Wir sehen das übrigens auch global in sehr, sehr vielen Märkten, dass eigentlich Retailbanken auf einem aufsteigenden Ast sind, insbesondere kleinere Banken. Ein gutes Beispiel davon ist ja immer die Nubank in Brasilien, die enormes Kurswachstum, aber auch Gewinn oder Umsatz und auch Kundenwachstum zeigt. Was ist das Retailbanking? Das ist das klassische Privatkundengeschäft, muss man sagen, von dem man spricht. Und es ist hier insbesondere wichtig für die Commerzbank, weil es das größte Segment der Commerzbank ist. Anders als bei anderen Banken hat man hier nämlich nicht das klassische Investmentbanking oder ein großes M&A-Geschäft, sondern man konzentriert sich auf ja, das Kerngeschäft Privatkunden und Firmenkunden. Ist ja auch so ein bisschen die neue Strategie zum Beispiel der Deutschen Bank, ja. Weil man halt sagt, dort hat man so die Kernkompetenz, während das klassische M&A, also das helfe Unternehmen dabei, quasi andere Unternehmen zum Beispiel zu kaufen, zu übernehmen, Geschäft eigentlich eher naturgemäß ein US-Geschäft ist, in das man ja in den letzten Jahren so ein bisschen wieder rausgegangen ist, um den Fokus wieder zu erhöhen. Hier nochmal kurz der Blick, wir haben es gerade eben schon mal gehabt, aber um das nochmal zu verdeutlichen, wie so die Entwicklungen der Banken sind global. Wie gesagt, hier oben ist mal ein bisschen ältere Grafik noch aus im Q1 2024, wir sehen ganz oben JP Morgan, Bank of America. Wie gesagt, deutschen Banken müssen wir hier nicht suchen, denn wir haben gerade eben gesehen, die sind ganz, ganz weit unten. Wir sehen aber, dass sich dieses Wachstum halt hier oben auch noch in den letzten Jahren eigentlich beschleunigt hat, auch wenn es aus deutscher Sicht eine Aufholjagd gibt. Aber wir sehen hier ganz unten auf dieser Grafik,
ja doch noch ein bisschen anderes Bild. Ja, besonders sehen wir jetzt hier auf der rechten Seite, das dann rutscht gerade schon schön zur Seite, Dankeschön, dass die Deutsche Bank da auf der vorletzten Stelle steht und vor allem die Entwicklung der Deutschen Bank. Wir sehen die Entwicklung von 2009, 2014, 19 und 24 und sehen da, okay, da gab es den Ausrutscher 2019, als es da dann tatsächlich auch den Umbruch gab aus dem Investmentbanking eher auf das Hausbankgeschäft. Aber tatsächlich haben wir da über die letzten, ja, 15 Jahre kaum Entwicklung gesehen. Natürlich sehen wir hier bei den anderen europäischen Banken sieht das tatsächlich sehr ähnlich aus. Wir haben die UniCredit, die da so ein bisschen ausbricht, aber würden wir da jetzt tatsächlich die amerikanischen Banken nochmal zum Vergleich mit ranziehen, dann würden wir da ganz andere Wertentwicklung sehen. Genau, sehen wir insbesondere auch bei der UBS, da gibt es mal eine positive Entwicklung. Genau, aber wenn wir uns JP Morgan ansehen, das haben wir gerade eben ja gemacht, sehen wir ganz andere Entwicklungen. Ganz grundsätzlich, funktioniert so eine Retailbank ganz generell oder so eine Bank, die auch Retail Banking betreibt? Es gibt ja verschiedene Geschäftsbereiche. Es gibt mehr oder weniger eigentlich das klassische Geschäft, und das klassische Geschäft besteht mehr oder weniger genau aus diesen drei Kernbereichen. Also es gibt die Frage, ich bringe Geld zur Bank. Jeder weiß grundsätzlich, wie eine Bank Geld verdient. Ich lege mein Geld auf meinem Konto an oder auf meinem Sparkonto oder in einem Festgeld an, gebe mein Geld also zur Bank, kriege dafür Zinsen und die Bank geht hin und verleiht das Geld teuer weiter. Diese Differenz ist am Ende die Marge der Bank. Man kann sich ganz gut vorstellen, wenn die Zinsen höher sind, kann diese Marge halt ausgeweitet werden, weil ja oftmals immer so gewisse Abschläge in beide Richtungen passieren. Das heißt, wir haben immer noch aktuell einen Leitzins von 3,75%. Nahezu keine Bank bietet ansatzweise diesen Einlagezins auf einem Girokonto, auf einem Tagesgeld an. Meistens gibt es einen Abschlag von 1,5% ungefähr, wenn es überhaupt einen Zins Wenn gibt. überhaupt, Gerne ganz wird noch gar genau. nichts weitergegeben. Sparbücher sind da immer sehr zeitverzögert. Zinsen gehen dann raus für 8, 9%, gerne in Privatkrediten, vielleicht nur 6, 7% bei größeren, sicheren Krediten. Aber man sieht halt diese Differenz, die ermöglicht es der Bank, Geld zu verdienen. Und diese Differenz ist auch sehr, sehr ausschlaggebend dafür, wie hoch die Gewinne, das sehen wir gleich, bei diesen Banken sind. Es gibt dann, wie gesagt, noch den Service-Sektor, das sind so die klassischen Gebühren, die man so hat. Das ist so das weitere Standbein, das in den letzten Jahren aber eigentlich nie so wirklich geschafft hat, Fuß zu fassen. Da dieser Bereich auch immer weiter disruptiert wird, Konten werden immer günstiger, Gebühren für Konten werden immer günstiger durch zum Beispiel Fintech-Unternehmen, die Banken ganz grundsätzlich dort aus dem Markt verdrängen. Was sehen wir zusätzlich noch? Ja, das ist nochmal so ein grundsätzlicher Aufbau von der Bank. Ja, so ein bisschen der grundsätzliche Aufbau des Finanzsektors und der Rolle, die Banken in dem Finanzsektor übernehmen. Geht so ein bisschen um die Vermittlung von, ja, Überschuss- und Defiziteinheiten. Das heißt, es werden Überschüsse eingesammelt. Du hattest das gerade schon gesagt, als Privatperson oder als Unternehmen lege ich mein Geld bei der Bank ab an. Das heißt, es werden Überschusseinheiten eingenommen und auf der anderen Seite werden Defiziteinheiten rausgegeben. Das heißt, Kunden, die wirklich Nachfrage nach Kapital haben, sind hier auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, können Kredite rausgegeben werden. Das heißt, man agiert so ein bisschen als Verwalter und, ja, Schieber des Kapitals in einer Als Wirtschaft. Mediär ist man quasi etwas unterwegs. Mediär. Alle, die sich das mal in Ruhe anschauen wollen, können das gerne machen. Es ist nicht exakt wichtig. Wichtig ist, dass man dieses Prinzip versteht, weil eigentlich alle Institute in der Finanzwelt so funktionieren. Versicherungen funktionieren ähnlich, Beiträge werden eingenommen, weniger Beiträge werden ausgezahlt, Banken funktionieren ähnlich. Und das heißt, man schafft natürlich Marge aus Produkten, aus Assets, aus Vorräten, die andere für einen einlegen. Kurzer Blick auf den Snapshot der Commerzbank. Was wir sehen, ist das, was wir gerade eben schon gesehen haben: 20 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, also gefühlt sehr, sehr gering. Wir haben nichtsdestotrotz eine lange Historie. 1870 ist die Bank gegründet worden. Wir haben auch zuletzt eigentlich eine positive Umsatz- und Gewinnentwicklung gesehen. Also der Umsatz, den sieht man hier oben. Bei Margen muss man bei Banken immer ein bisschen aufpassen, weil die einfach etwas schwieriger zu sehen sind, weil halt es eben nicht dieses klassische Geschäft gibt, ich produziere ein Produkt und verkaufe es, sondern mein Produkt wird halt eingegeben quasi von den Kunden, eingelagert von den Kunden. Das heißt, es sind Kundeneinlagen, das den Kernbestandteil des Produktes bringt. Dementsprechend sieht man hier unten noch so ein paar neue Kennzahlen. Wir sehen hier dieses KGV, wir sehen das Kursbuchverhältnis und wir sehen hier unten auch den Return on Tangible Equity, das heißt so viel, wie gut schafft es die Bank wirklich, ihr Eigenkapital einzusetzen, um damit Renditen zu schaffen. Das ist eine wichtige Kennzahl, weil sie zeigt, ja, wie gut schaffe ich es als Bank, die ja
auch mit ihrem Eigenkapital Kredite zum Beispiel hinterlegen muss, wirklich zu wirtschaften. Und höhere Quoten sprechen ja einfach für deutlich höhere Rentabilität. Und mit 7,7 ist man ganz grundsätzlich ja nicht so schlecht dabei, aber es gibt da Banken, die deutlich, deutlich profitabler sind. Was wir also sehen, wir haben eine positive Kursperformance, ein grundsätzliches positives Umsatz- und Gewinnwachstum. Und wenn man ja auf die Geschäftsmodelle schaut, dann sieht man eigentlich auch, dass die Erträge sich alle positiv entwickeln. Das ist jetzt mal das Firmenkunden- und das private Unternehmenskundengeschäft. Also das sind die Kernbereiche der Commerzbank. Ja, und es scheint ganz grundsätzlich so, dass man hier auf einem positiven Zweig ist. Ja, wie du schon gesagt hast, das ist ein relativ, ja, das klassische Bankgeschäft am Ende. Wir haben hier die, ja, Unterscheidung in Firmen und Privat- und Unternehmerkunden. Das heißt, ja, am Ende ist es, wie sind es tatsächlich die drei Bereiche, die wir ja eben schon, die du gerade schon eben kurz erklärt hattest, in denen da Profite erzielt werden, Umsätze erzielt werden. Wir sehen hier den Fokus auf Deutschland und den europäischen Raum. Man ist in Osteuropa mit der M-Bank noch aktiv im Privatunternehmen, im Unternehmenskundenbereich. Und ja, wie du gesagt hast, in den letzten, ja, Quartalen sah da auf jeden Fall die Entwicklung sehr positiv aus, was natürlich auch zusammenhängt mit den angestiegenen Zinsen und dem aktuell sehr hohen oder aktuell hohen Zinsniveau, was wir haben. Sehen wir auch, wenn wir so ein bisschen auf ein paar weitere Kennzahlen schauen. Ich gehe sie mal ganz kurz durch, damit jeder weiß, worüber wir hier sprechen. Wir sehen einmal die Umsätze, wir sehen die Kosten, die dagegen stehen, also die klassischen Kosten, die die Bank hat. Dann sehen wir die Cost-Income-Ratio, das ist genau das Verhältnis von den Einnahmen zu den Kosten. Die wird von Banken immer sehr gerne genutzt, um zu zeigen, wie effizient man wirtschaftet. Das heißt, wenn die Cost-Income-Ratio sich hier zu einem positiven Wert entwickelt, dann schafft man es einfach, effizienter zu wirtschaften. Das ist relativ einfach auszurechnen, indem man diese beiden Werte nutzt, also die Kosten nimmt, dann am Ende das Income und hat dann die Cost-Income-Ratio. Auf der rechten Seite ist das Thema Risk. Risk ist sehr, sehr wichtig, weil es darum geht, ja, wie schaffe ich es, diese potenziellen Risiken, die die Banken ja irgendwie vorhersehen müssen, abzudecken. Also es gibt immer eine gewisse Quote, zum Beispiel an Krediten, die ausfallen. Es gibt immer gewisse Quoten an Zahlungsunfähigkeit von Kunden. Und diese Zahlungsunfähigkeit, diese Kreditausfälle, das muss man irgendwie als Bank berechnen und Eigenkapital dagegen rechnen. Das sind dann immer die Rückstellungen, von denen gesprochen wird. Wenn sich dann das Umfeld wieder bessert, dann spricht man oft von diesen Sondereffekten, dass Rückstellungen aufgelöst werden und die fließen dann direkt in den Gewinn. Das heißt, das Risk Result ist einmal eine Kennzahl, die zeigt, wie viel potenzielle Risiken man einrechnet, und umso geringer sie sind, umso besser ist es dann am Ende. Man sieht hier nochmal das Top-Level-Adjustment, das ist dann nochmal eine Adjustierung, genau von diesen Risikoparametern, nicht ganz so wichtig. Es gibt noch ein Non-Performing-Exposure, auch das ist nicht ganz so wichtig, weil es eher so einen kleinen Teilbereich mehr oder weniger nur fokussiert. Wichtiger sind ja, wie gesagt, unten wieder die Zahlen, das ist dann Operating Result, also das operative Ergebnis, und unten haben wir wieder diese ROTE, also die, den Return on Tangible Equity. Der war zuletzt mal sehr, sehr hoch, wobei man sagen muss, dass das Q1 gerne auch ein Jahr der Sondereffekte ist für, oder ein Quartal der Sondereffekte ist für Banken. Da hat man meistens einen Überschuss. Wichtiger ist wirklich da der Vergleich von Jahr zu Jahr. Und da sieht man, hat man sich ein bisschen verschlechtert, aber ganz gut gehalten. Hier oben rechts sieht man nochmal das Thema CET1-Ratio. Was damit gemeint ist, ja, ist im Kern eigentlich, wie dann diese Quoten, über die wir gesprochen haben, wie ich mein Eigenkapital nutzen kann oder nutzen muss, um Kredite zum Beispiel zu hinterlegen, um ja mehr oder weniger das Risiko abzufedern und genug Eigenkapital zu haben, um auch effizient zu wirtschaften. Habe ich das nicht, habe ich irgendwann zum Beispiel die Probleme, dass ich vielleicht gar keine Kredite oder so mehr ausgeben kann, weil ich nicht genügend Eigenkapital hinterlegt habe. Es sind ein paar wichtige Kennzahlen. Banken sind immer ein bisschen anders als klassische Geschäftsmodelle, muss man an der Stelle sagen. Was uns nochmal wichtig ist, und darauf gehen wir jetzt eigentlich im Kern nochmal ein, ist das Thema, ja, wie entwickelt sich das Net Interest Income? Denn Zinseinkommen, das ist das in diesem Fall, geht immer im Kern davon aus, dass ich bessere Zinseinnahmen habe, wenn die Zinsen steigen. Ja, ganz genau. Wie du gerade gesagt hast, die Zinsen, oder wie wir ja schon festgestellt haben, die Zinsen sind momentan sehr hoch und es wird besonders an Privatkunden und auch an Firmenkunden natürlich eine Zinsdifferenz verdient. Und jetzt ist man natürlich gerade so ein bisschen, man sieht es jetzt noch nicht so ganz in den Zahlen, aber tatsächlich wieder auf einem
absteigenden Ast, was die Zinsen angeht. Und auch die Erwartungen der Zinsen gehen jetzt langsam wieder runter, sodass wir dieses Jahr vielleicht noch ein, zwei Zinssenkungen sehen werden, sodass der Leitzins weiter sinkt. Das heißt, hier sinkt tatsächlich auch dieser große Umsatzanteil des Zinseinkommens, der natürlich jetzt in den letzten Jahren, in den letzten zwei, drei Jahren sehr wichtig geworden ist für die Bank. Das hat das jetzt gerade hier im Hintergrund nochmal aufgemacht. Wir sehen hier den Zinsüberschuss, das heißt tatsächlich das Zinseinkommen, Net Interest Income, wie wir es gerade gesehen haben, der letzten Jahre und sehen da besonders von Jahr 21, 22, 23 eine super Steigerung. Das ist tatsächlich ja dann genau die Jahre, in denen die EZB die Zinsen massiv erhöht hat und wir sehen dann natürlich auch die Auswirkungen auf die Erträge, auf die Ergebnisse am Ende und sehen, dass besonders im Vergleich zu 2019 zu 23 hier die Ergebnisse stark gesteigert werden konnten, was natürlich dann auch dafür spricht oder davon zeugt, dass das Zinsgeschäft an sich erstmal ein sehr profitables Geschäft ist. Davon zeugt es ganz sicher. Die große Frage, die wir uns ja stellen, ist, wie geht es weiter mit der Commerzbank? Wird sie übernommen? Dann können wir daraus natürlich vielleicht auch aus dem Kurs einen Gewinn erzielen, einen effizienten, einen profitablen Trade machen. Wird sie nicht übernommen, ist ja die Frage, wie geht es sonst weiter mit der Commerzbank? Haben wir eine positive langfristige Entwicklung dieser Bank? Geht das in die richtige Richtung? Und jetzt kann man ganz grundsätzlich sagen, die letzten Kennzahlen, wir haben es ja in den Snapshots gesehen, wir sehen es gerade eben in diesen Income Ratios, die zeigen eine positive Richtung. Allerdings, und das zeigen wir eigentlich mit dieser Grafik, kommt es halt sehr, sehr stark davon, dass wir Zinssteigerungen haben. Das heißt, wir sehen einen positiven Einfluss der Zinsen auf den Zinsüberschuss, den die Bank erzielt und dementsprechend auch auf das Ergebnis. Also wir sehen hier negatives Ergebnis, klar, Sondereffekte, wir haben Corona, aber wir sehen, der Zinsüberschuss war hier relativ gleich, wir hatten auch ein relativ gleiches Zinsumfeld. Zinsen sind angestiegen, dann dementsprechend auch der Zinsüberschuss und auch dadurch sehr, sehr stark das Ergebnis. Und das ist das Gleiche, was wir auch sehen, wenn wir uns zum Beispiel die EZB-Rates anschauen oder auch in den USA die Rates anschauen, weil natürlich auch dort man international davon profitiert. Jetzt fallen die Zinsen wieder und die große Frage ist, ja, wie geht es denn jetzt weiter? Geht man wieder halt zurück auf ein solches Niveau, wie wir es hier sehen, oder schafft man es auf anderen Wegen halt ja, Gewinne zu erzielen, Zinsüberschüsse zu erzielen? Eine Sache, die schon mal ein bisschen schwieriger scheint, wir haben gerade darüber gesprochen, die größten Segmente in Deutschland, Retail Banking, Geschäftskunden Banking. Wir haben jetzt, glaube ich, heute die Nachricht bekommen, wir rechnen mit einem zweiten Rezessionsjahr. Wir haben jetzt 6 Jahre Stagnation hinter uns. Das heißt, die deutsche Wirtschaft, ja, blüht nicht auf. Die deutsche Wirtschaft stagniert eher. In dem Falle kann man also nicht denken, ja, wir sind in einer blühenden Wirtschaft unterwegs und da dementsprechend gibt es mehr Kredite, mehr Volumen, mehr Aufträge, mehr Geld, mehr Kapital, ganz automatisch. Das wird nicht passieren und das ist auch das, was die Commerzbank in ihren Geschäftsberichten sagt. Ja, sie halten sich noch wacker, trotz eines schwierigen deutschen Umfelds. Das heißt, international ist man vielleicht nicht ganz so breit aufgestellt, aber man verlässt sich vielleicht auch noch nicht darauf, dass es in Deutschland so weiterläuft. Also viel Volumen und Wachstum aus der klassischen deutschen Wirtschaft können wir zumindest nicht erwarten. Das ist das, was wir hier in diesen beiden Grafiken zum Konsumklima aus der deutschen Wirtschaft sehen. Wir sehen aber auch genau das Problem, dass halt das Volumen, wie Kredite quasi vergeben werden, auch nicht so wirklich entwickelt. Und das ist das, was wir hier sehen. Also oben sehen wir quasi die Loans, also die Kredite, jetzt von den Commercial Clients und von den kleineren. Das ist jetzt hier die PSBC und die Firmenkunden. Und wir sehen ganz grundsätzlich, ja, eigentlich sehen wir kein Wachstum. Natürlich haben wir jetzt auch gerade eine Zeit höherer Zinsen. Das ist tendenziell auch eine Zeit, in der weniger Kredite vergeben werden. Aber wir sehen ganz grundsätzlich, dass sich hier keine positive Entwicklung in diesem Geschäft zeigt. Das heißt, auch hier deutet es wieder darauf hin, dass sehr, sehr viel aus der Zinsentwicklung kommt. Ähnlich sieht es bei dem Deposit-Volumen aus. Da gibt es eine Erhöhung und das lässt sich, glaube ich, auch für uns alle relativ leicht erklären. Denn ja, wenn es ein bisschen Zinsen auf der Bank gibt, dann schiebe ich auch eher noch mein Geld irgendwie auf die Bank, versuche ein paar Zinsen zu bekommen und konsumiere vielleicht nicht so viel, insbesondere wenn es einem wirtschaftlich nicht so gut geht. Zweites Standbein, über das wir gesprochen haben, ist das Gebührenstandbein. Und das ist das, was man hier sieht, das Fee-Business. Und auch hier steht zwar hier oben on track to reach, ja, dieses 4%-Target. Das mag auch grundsätzlich so stimmen. Ja, was wir aber sehen, nicht, dass wir, also wir sehen genau das Gegenteil, dass man eigentlich halt auf einem negativen, ja, negativen Strang ist, was das Net Commission Income, also das Gebührengeschäft geht. Das heißt, man hat auch nicht mehr Einnahmen dadurch,
dass man mehr Gebühren gerade einnimmt. Sie haben zwar einen gewissen Anteil am Geschäft und damit rechnet man auch mit diesem 4%-Target, also diesem 4%-Ziel, aber ganz grundsätzlich muss man sagen, ist das jetzt kein Geschäftszweig, der viel zum Geschäft beiträgt. Es gibt noch ein weiteres Standbein, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, das ist die mBank, das ist eine der größten Universalbanken Polens. Da hat die Commerzbank einen 70%igen Anteil ungefähr. Hier hat man eine ganz positive Entwicklung. Es ist allerdings natürlich auch auf kleinen Niveaus, muss man sagen. Hat immer wieder Sondereffekte, aber es ist so der einzige Bereich, wo man grundsätzlich auch kurzfristig jetzt mal einen positiven Effekt gesehen hat. Zusammenfassend kann man also sagen, man profitiert sehr, sehr stark von dem Thema Zinsen und man weiß auch, dass man davon sehr stark profitiert. Und die Frage ist, was kommt danach? Zinsen sinken, wie weit sie sinken, weiß man nicht. Sie bleiben wahrscheinlich auf einem etwas erhöhten Niveau im Vergleich zumindest zu 2020 und den Jahren davor. Aber man versucht weitere Zweige zu finden und aktuell versucht man sehr, sehr stark mit dem Kostenthema, das heißt die Kosten zu reduzieren. Das funktioniert auch, aber nur in kleinen Schritten. Das heißt, die Profitabilität der Bank hängt aktuell, kann man sagen, sehr, sehr stark an der Entwicklung auch des Leitzinses. Soweit würde ich zumindest mich aus dem Fenster lehnen und wenn wir auf die Dividendenhistorie schauen, dann sehen wir halt auch, dass die Dividenden jetzt wieder ausgeschüttet werden, sei es wieder höhere Zinsen gibt. Es gibt deutliche Jahre, in denen es keine Dividendenauszahlungen gab. Das Ziel ist zwar, dass man jetzt Großteile der Gewinne ausschüttet, die man erwirtschaftet. Das mag auch sein, aber hier ist natürlich auch wieder die Frage, ja, was macht man mit diesen Ausschüttungen, Gewinnen, nutzt man die vielleicht selber dann nicht, sondern schüttet sie lieber an Aktionäre aus. Die Strategie ist zumindest, dass man hier wieder mehr auszahlen will, das heißt die Aktionäre glücklicher machen möchte. Zusammengefasst, Pro und Contra sieht man das Ganze nochmal hier. Wir beschäftigen uns heute Nachmittag nicht mehr mit Banken. Wir haben jetzt heute keinen Banktag, sondern es gibt nochmal das Thema Depotrückblick. Wir schauen auf unser Dividendendepot, auf unser Satellite-Depot und werden einen Rückblick auf das letzte Quartal machen. Wir werden ein bisschen die Performances besprechen, wo wir noch aktiv werden. Wir werden ein bisschen über die Zukunft sprechen. Das gibt es alles heute Nachmittag. Bis dahin, vielen Dank. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss, tschüss.